Anscheinend gehören mir die Garagen nicht, obwohl ich sie gekauft habe. Die kann ich auch nicht nutzen und ich kann sie auch nicht abreißen, obwohl sie auf meinem Grund und Boden stehen. Also die Stadt hat in diesem Verfahren vorgetragen, weil diese Zahlung geflossen ist, dürfen wir auch diese Garage gar nicht abreißen. Wenn ich schon aufstehe und so weiter, die ersten Gedanken, das sind die Garage, was passiert, aus dem Traum ist ein Albtraum geworden. Seit 7 Jahren kämpfen wir, aber wir geben nicht auf. Und es geht los, bitteschön. Ja, aber trotzdem, gut, die hat man jetzt vorgetragen. Die Quittung, die Erklärung des Nachbarn ist baurechtlich, glaube ich, auch egal. Dürfte, müsste egal sein. Richtig, glaub, genau. Ja. Aber die Frage ist, warum hat er das Problem? Rechtheit, um die sich der Bürger, also dass man das. So, das muss er ja als Richter irgendwie begründen. Und der Jurist sowieso, das ist doch Willkür und grobes Unrecht, dieses Urteil. Zum Urteil muss die Seite, hat er dann doch gesagt, naja, aber wenn das. Als ich sagte, Schutz des Eigentums, ja. Artikel 14 Grundgesetz. Ja. Ja gut, aber was Eigentum... Die Pläne sagen alles. Laut Plänen gab es hier noch eine Mauer. Diese Mauer ist noch voll auf unserem Grund und Boden gewesen. Die haben wir auch abreißen lassen. Ja, das müsste doch irgendwie ein Fettschirm dann da sein. Also die Problematik ist natürlich für unsere Mandanten, dass sie das Grundstück gekauft haben, auf dem diese Garage steht, ihnen gleichwohl im Nachhinein über Gerichte, über den Gegner hier in dem Verfahren gesagt worden ist, sie dürfen diese Garage gleichwohl nicht abreißen. Hinzu kommt für unsere Mandanten, dass sie die eigene Garage, die sie dahinter errichtet haben, gar nicht erreichen können mit einem Auto. Ja, also seinerzeit ist diese Garage errichtet worden ohne jede Baugenehmigung und auch seinerzeit schon auf fremdem Grund, auf dem Grund des Nachbarn. Und als das bemerkt worden ist, sollen sich, so trägt zumindest die jetzige Eigentümerin des Nachbargrundstücks vor, die damaligen Eigentümer geeinigt haben, dass der Eigentümer dieses Grundstücks gegen Zahlung von 10.000 DM diese Garage duldet. Also die Stadt Unna hat in diesem Verfahren vorgetragen, weil diese Zahlung geflossen ist, davon sind wir überzeugt, dürfen wir auch diese Garage gar nicht abreißen. Falls dieser Schwarzbau ausnahmsweise nicht abgerissen werden muss, obwohl sonst Schwarzbauten, also formell und materiell illegale Bauten, immer abgerissen werden müssen, dass sie dafür eine nachvollziehbare Begründung, das Verwaltungsgericht eine nachvollziehbare Begründung liefert. Noch einmal so die Hände, Kopf schütteln. Und nochmal.
unglaublich. Unglaublich, man kann in die eigene Garage nicht reinfahren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und bitte! Okay, dann bitteschön. Wunderbar. Fassen Sie ruhig noch mal richtig drauf. Mal drauf. Genau. Danke. Und es geht los, bitteschön. Und los geht's. Sehr gut. Und los geht's. Super. Los geht's, einmal durchspielen. Und 2,90 Meter. Und einmal ausprobieren. Und anhalten. So 90 hin. Und die Zollstock wegnehmen. Erst zu uns schauen und genau. Los geht's. Ja, wir können ja die Garage nicht nutzen, weil die alte Garage, die eigentlich hier nicht stehen darf, schon längst weg sein müsste. Wir dürfen sie nicht abreißen, obwohl sie illegal ist. Die Behörde dürfte es, will aber nicht. Ja, aus diesem Grund können wir unsere eigene Garage mit dem PKW nicht anfahren, weil es ist einfach viel, viel zu eng ist.